Wirklich. Abstergo. Stimmt ja gar nicht. Aber so ziemlich in der Nähe, könnte man sagen. So, Ladies and Gentlemen. Wir sind zurück. Noch? Noch? Ja, heute war bis jetzt... Nein. Tu's nicht! Ich tu's nicht. Also, eine neue Folge Watch Dogs hier bei Locals Live aus Essen, genau. Ich bin der Loris. Ich bin der Cassie. Und zusammen gibt das... Locals! Locals, yes, yes, yes. Hallo, Chat. Seit wann macht mein Mikro denn das mit dem Brummen wieder? Es brummt? Ja, hat es gerade kurz. Ah, so ist es besser. Ich höre dich eh nur auf einem Ohr. Dann hörst du auf einem Ohr jetzt. Ich bin ein Einhorn, ein Einhornhase. Nein, ein Ohrhase. Oder wie hieß das Film nochmal? Nee, kein Ohrhasen, und zwei von Küken. Ach, keine Ahnung. Was? Gibt es einen Film, der heißt irgendwie so. Ja, ja, mit dem Schweiger. Will Tiger, Steiger. Ja. Steiger, Schweiger, ja. Aber ich vergesse den Titel immer, der ist halt so doof. Cheers. Cheers. Ah, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Finden Sie den Zugangscode zu Rasheens oder Rakins Büro? Mhm. Das ist davor unser Sperrgebiet. Glaube ich, ne? Ja, da sonst nichts anderes angezeigt wird und es ein Sperrgebiet gibt, der ist... Obwohl, normalerweise steht ja, ja doch, müsste sein. Ah, ich kann mich dunkel erinnern hier an die Szene. So, guck mal, wen wir hier auch wieder am Stitzel haben da. Ui. Ja. Ja, wo kommt der denn her? Den kenne ich noch. So, guck mal, hier stehen wir schon mal richtig. Hier kann ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal an die Cam hexorn. I believe I can fly. So, was können wir denn noch Fieses machen? Das kann ich sprengen, da kann ich noch eine Kamera hijacken. Guck mal, da hinten läuft wieder einer. Use den Aufzug. Das muss wehgetan haben. Will da nicht mal einer drunter gehen, dann kann ich so richtig schön... Immer weiter, heiter, so wie sonst. Wo musst du denn hin? Wo ich hin muss? Mhm. Boah, ich habe noch keine Ahnung. Ich will gerade erstmal maximalen Schaden verursachen. Guck mal, der hat eine Bodycam. Mhm. Du hast eine Cam. Warte, bis der näher ist. Ja, die meisten sind wieder draußen. Ach,
Na gut, wir haben ja jetzt schon ein paar. Ja, da kannst du im Moment rein. Da vorne ist gleich eine Tür, wo du rein kannst. Da. Mhm. Meine ich zumindest. Jetzt. Die sind auch alle ganz da hinten. Der kommt von draußen jetzt. Pass auf, das ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Haut da rein. Spreader Granate. Hat sie schon. Sprengen. Tja, wo ist denn jetzt dieses Büro? Auf jeden Fall oben. Ja, ja, warte. Geh mal hier ein bisschen in den Raum rein. Also nicht von hier, sondern wie ich rein. Mal gucken kann. Damit keiner mich sofort sehen kann. So, jetzt kann ich nämlich versuchen, über die Kameras, wenn ich da oben hacken muss. Ach, trotz. Hier ist keine weit. Doch, da ist noch eine. Nee, aber die ist unten drunter. Aber da ist eine Treppe. Siehst du das? Hast du sie gesehen? Rechts. Da, ne? Ja, das da. Mhm. Hier ist er nicht. Ich sehe da drüben nach. Okay, geh da lang. Da ist gut, da ist gut. Da genau. Geh mal da hinten hin. Hier ist nichts zu sehen. Weiter geht's. Nee, das macht er einfach nicht. Ich glaube, das war der letzte. Ja, dann konnten wir ja jetzt hier schon mal richtig Chaos verursachen. Hm. 140 Dollar mal eben auf nass. Nett, nett, nett. Achso, die Notebook-Kamera hätte man jetzt. Ah, okay. Hm. Was hat denn da? Ach, klettern. Gucken, ob hier hinten in der Ecke noch was ist. Voll. Voll ist immer gut. Was ist das denn? Das sieht doch aus wie... Kanister, Brennzeug, irgendwas, was brennt und rennt. Hm. Okay. Klettern. Also das Büro ist auf jeden Fall da hinten irgendwo. Okay, das ist also wahrscheinlich nicht hier im Gebäude. Nee, das Nebengebäude, wie es ja aussieht. Dann runter. Beziehungsweise und dann geradeaus. Ich hier durch. Ich meine ja. Hier drüber, aber hier geht's nicht nach oben, ne? Doch, geradeaus. Gucken wir mal. Doch. Zauberhaft. Die könnten natürlich nur Leute sein. Aber sieht nicht so aus. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Oh. Weil das habe ich offensichtlich schon. Oder brauche es nicht. Oh. Das fucking Ding, das gab's doch bei Far Cry. Auch, ja. Man soll auch bei Valhalla aufpassen, da kommt alle Nasen lang
irgendein Easter Egg zu anderen Spielen zu filmen und sowas. Robert, schön dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Aiden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Mhm. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Du verdammter Wichser. Dich lass ich nicht entkommen. Fang an! Holy crap. Das kam überraschend. Ich habe Scharfschützengewehr-Munition bekommen. Ja. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Weiß ich nicht. Geradeaus und dann links rum, wenn du kannst. Ja, ich hoffe, jetzt sind hier nicht auch noch 1000 Männer. Nur 10.000, Schatzi, nur 10.000. Scheiße, wie kriege ich den jetzt? Kannst du schneller rennen? Nein. Da, den Wagen hier, den weißen. Ja. Hallo? Schicken Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Scheiß drauf, ich ran den Kerl. Ah, zu spät. Aber wie konnte ich denn jetzt, hätte ich den denn jetzt kriegen können? Irgendwas haben wir übersehen. Kameras benutzen? Aber welche? Du meinst, du kannst... Da, die Munition, Schatzi. Was? Hä? So. Noch eine Nachexplosion. Oh, dude. Namaste, namaste, namaste. Oh, du... Ja, da, der... So, und warte, warte, da durch die Tür durch. Jetzt guck dich hier um, ob du irgendwo... Ne. Okay, was haben wir noch für eine Möglichkeit? Der fällt ja noch nicht. Wo ist er denn? Welches ist er denn? Da hinten. Jetzt fährt er. X. Ja, ich hab verloren. Ja. War eine interessante Möglichkeit, aber nicht der richtige Call. Okay, überlegen wir uns was anderes. Ja, müssen wir nochmal hinrennen. Ja, aber hinrennen war ja auch nicht schön. Versuch jetzt mal rechts raus. Ja. Fährt da hinten ja lang, dann kommt er uns, da fährt er durch, dann kommt er uns da hinten an der Kreuzung entgegen, ne? Ja, deswegen hoffe ich ja, dass hier hinten irgendwo ein Auto steht, was du nehmen kannst und der... Ja, ich komme hier noch nicht mal raus. War eine nette Idee, aber auch das ist nicht der Call des Tages. Ja, er ist ja, na guck doch mal jetzt, ob... Na guck doch mal was, es ist schon... Links irgendwo, da links sind wir da hinten gekommen.
Vorne wird er ausgeschaltet. Ist schon vorbei. Ja. Ist schon wieder vorbei. Oder jetzt im Umkrank gucken können noch die 3 Sekunden. Bleibt mit dran. Wir brauchen jeden Mann. Um was zu tun? Da gehen wir doch nicht mehr hin. Wartet, Leute! Ja, der fährt schon wieder vorbei. Ja. Ja, aber wie? Wie können wir den bekommen? Ist da schon irgendwas falsch wieder oder was? Ich weiß im Moment noch nicht. Hallo? Ja, wir hätten nicht durchs Fenster springen müssen dürfen wahrscheinlich. Okay, den Grillen da hinten ist richtig. Und dann aber. Ich meine unten ist dann halt nicht ganz durch rechts. Hier rechts. Da ist ein Auto. Ja. Dem klappt es vielleicht. Der ist noch nicht losgefahren. X. Ah, zu spät. So, jetzt hat man aber wenigstens mal eine Chance. Hallo? Jetzt sich jemand hier raus, okay? Wird gemacht. Fahr ihm rein, verflucht. Ah, jetzt kommen wieder ganz viele Arschlöcher. Aber er fährt fernab der Strecke, das ist schon mal schön. Ich hab ihn gleich. X. Die schießen auf meinen schönen Pontiac. Ich weiß nur gar nicht, was ich machen soll. Ich fahr ihm einfach rein. Den ramm ich von der Straße. Ich bin doch gar nicht auf der Straße, Dude. Jetzt X. Ich fahre in den rein. X. Das war wieder nur für die Seitenstraße. Ja. Ich stoße ihn von der Straße. Meine schöne Motorhaube ist weg. X. Ich kann nichts X'en. Ja, Mist. Shit. Huch. So. Das ist die Chance. Bremst ihn. Chaos. Die sind ziemlich hartnäckig, diese Jungs. Ja, ich weiß. Scheiße.
Oh no. Scheiße, da kommt man nicht mehr raus. Ah, doch. Jetzt bin ich tot. Wieso? Weil der Wagen nicht mehr anspringt. Dann spring raus und schieß auf die. Jetzt zieh deine Waffe. Damit du dein Auto das Schutzschild benutzen kannst. Weiter, weiter, weiter. Da bist du absolut ungedeckt. Ja, was meinst du, was ich mache? Er macht aber was ganz anderes, wie ich das mache. Was soll ich denn das wissen? Ja, weil das so ist. Muss ich sie auch ausschalten, sonst verfolgen sie mich wieder. Ja, aber ich glaube, die suchen sich in eine ganz andere Ecke. Weil der eine ist auf jeden Fall nämlich gerade voll falsch gerannt. Die Jungs, die da sitzen, die wissen, glaube ich, nicht, wo du bist. Ja, siehst du? Einer ist da nur noch. Ja, dann habe ich es geschafft. Mhm. Aber wo? Welcher ist das? Der im Auto? Da. So, jetzt guck, ob die noch was dabei haben. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht, ein Angestellter war etwas übereifrig. Sein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Was geht hier vor sich? Nein. Mord. Nein, das war ein ganz berechneter Unfall. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, das erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Deine Schaukel ist fertig. Voll getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. So. Fahren muss auf jeden Fall besser werden. Guck mal, das schon mal was. Mhm. Das war's. Das war's. So, das wäre dann da. Ja, was mit den Türmen hacken? Da können wir besser nämlich hacken. Was waren diese roten Dinger? Wo sind wir denn jetzt aktuell? Ja, hier ist einer. Jetzt können wir ja auf dem Weg dahin die unterwegs mitnehmen. Warum soll ich denn rennen, Fumpy? Warum soll ich rennen? Hab ich's doch gar nicht eilig. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen.
Achso, zu den Türmen muss man aber persönlich hin, ne? Da muss man an den Schaltkasten, da muss man was verdrahten. Ja. Ich baue da eine Wanze. Ups, das war. Fahrerflucht. Genau neben dir rechts. Also jetzt rechts. Da sind Parkplätze. Na, zumindest einer. Park wie ein echter Amerikaner. Nein! Wie süß! Aber ich glaube, das ist schon der richtige Weg hier. Hier ist er zu. Jetzt musst du die Kameras suchen. Hinter dir. Da ist so eine. Da stehe ich. Da unten auf der Ecke. Ne. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Warte, dumm. Die Kamera. Immer noch nicht offen. Und dann war es eine andere Entriegelung. Du musst vielleicht erst unten da rein, wo wir gerade waren. Du bist jetzt einmal zu früh hier. Wo war die denn? Stopp genau hoch. Da oben die? Nee, nee, die. Das könnte es wirklich offen sein. Ja. Jetzt da rein, glaube ich. Auch wandern. Jetzt auf die Lift, dann hinunter Lift. Nach links. So, auf die Straße zurück. Das ist der nächste. Ja.
Leute, was macht ihr denn so gerade, dass ihr nicht im Chat schreibt? Ja, was redet? Los auf einmal? Gerade haben sich wenigstens nur Thorsten und Fampi fertig gemacht. Ja. Die wollen nie mit mir reden. Ja, ich glaube nicht, dass das mit dir zu tun hat. Nee, es ist aber oft so. Dass ich noch sehe, dass sie quatschen. Und dann komme ich. Und dann ist Ente. Thorsten ist auf seiner Wiese eingeschlafen, okay? Oh. Wenn es dieses Jahr keine Lohnerhöhung gibt, suche ich mir einen anderen Job. Stell dich nicht an. Es gibt Menschen, die würden töten, um Arbeit zu finden. Ist mir völlig egal. Ich hasse den Job und brauche eine Veränderung. Vielleicht von hinten. Von hinten, ja? Mhm. Warum ist denn jetzt nicht weitergelaufen? Warum? Okay, der ist auch gesperrt. Weiß man ja vorher nicht. Okay, du weißt das. Ich weiß. Warum disst du mich denn jetzt? Weil sonst keiner macht. Oh, schrei mir doch nicht ins Ohr. Ich schrei dir gar nicht ins Ohr. Doch, tust du. Nein. In beide sogar, weil ich höre dich Stereo. Sorry. Jo. Ungeheult, sein Kind sei missbraucht worden. Sein Vater sei weggebracht. Ah. So, dafür, dass du mich angeschrien hast, darfst du mir jetzt noch ein Döschen holen. Verzeihung. Oder mit anderen Worten. Bitte, Schuhus, bring mir was. Was? Da stopp hier. Warte mal. Was? Da stopp hier. Was? Warte mal. Wo? Nein, schon gut. Ich hatte es für einen Augenblick für eine Treppe gehalten. Wieso? Aber das ist nur so Stützpfeiler Tiere. Da ist auf jeden Fall der Lift, um da hochzukommen. Aber wie kommen wir hier rein? Ja, das ist ja mein Problem. Das ist auf jeden Fall das kleine Sperrbefehl. Da müssen wir irgendwie rein. So, und wenn wir da nicht reinkommen, dann. Keep out. Musst du vielleicht hier schon irgendwie was hacken? Das ist auf jeden Fall der Eingang, in den wir müssen. Ja. Yep. Mhm. Exaktamente. So, der Frame geht, das geht hier rüber. Da oben ist eine Kamera. Über uns. Ja, aber ich muss ja erstmal verfolgen. Okay, die Kamera müssen wir wohl mal nehmen. Nee. Ja, es geht zu der Tür da. Ja, da müssen wir hochkommen, durch die Tür. Dadurch müssen wir zur anderen Tür. Also fehlt uns irgendwo ein Punkt. Den werden wir schon finden. Geh mal hinter den roten LKW oder was das hier ist. So mehr hier, jetzt mehr nach rechts. Also, ja, dass du halt. Stopp! Ein bisschen weiter nach oben gucken kannst. Nee, da ist wirklich keine andere Kamera. Hier muss doch mehr als eine Kamera sein. Ja, dann musst du noch. Geh nur auf die da oben. Warte doch mal, lass mich doch mal hier rum. Guck mal, hier geht auch noch ein Kabel lang. Ja, da siehst du halt nichts. Deswegen habe ich gehofft, jetzt finde ich eine Kamera, die jetzt um die Ecke gucken kann. Und zwar habe ich vorhin eine gesehen. Stopp, geh mal hoch. Nimm die mal.
Nix. Jetzt kannst du, glaube ich, durch die Tür. Glaube ich. We shall see. Ja, ja, sieht gut aus. Ich will wirklich ein neues. Heute Nacht noch. Und jetzt bist du im Sperrgebiet. Jetzt müsstest du hier wieder durch die Tür rauskönnen. Ja, genau. Stopp, du hast dich zu schnell gedreht. Da ist ein ganz kleines Loch im Zaun. Da. Oder? Kommst du da nicht durch? Lol. Nein, ich dachte, das wäre so eine Tür da. Da passt ja noch nicht mal mein Pimmel durch. Licht da unten auf dem Boden, du. Knuddeleinheit. Ich bin weg. Ja, komm wieder. Macht's gut, ihr Spacken. So, hier vorne steht mein Truck. Hippie-a-yo! Schweinebacke. Genau. Da unten ist ja auch noch einer. Mhm. Da sind einige. Braucht das CTOS einen Reboot? Das Rathaus ist bemüht, die Probleme mit dem CTOS-Netzwerk herunterzuspielen, obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler aus der ganzen Stadt vorliegen. Es gibt zum Beispiel Meldungen über falsche Ampelschaltungen, Stromausfälle und Telefonstörungen. Nein! Wie kann das denn passieren? Du, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Technik nicht aus. Ja, ich mich auch nicht. Ja, hier kann sich jeder mal wie ein Hacker fühlen für einen Augenblick. Ja. Heißt dieser Turm? Oh.
Nein, lass meine Gedanken bitte nicht weiterverfolgen. Ich hatte gerade den Gedanken, man könnte jetzt in den Träger fahren. Warum ist eigentlich mein Dach so zerbeult? Da hast du vorhin eine Laterne drauf gefallen lassen. Ach, die Laterne. Die war's, PK? Was ist denn die PK? Pressekonferenz. Ja, es gab jetzt gerade die offizielle Pressekonferenz. Ach so, das ist jetzt. Ja. Shit, Dog. Wie hilft mir das? Entschuldigung, ich bin jetzt auch gerade in den Maßnahmen am Durchlesen. Also für uns ändert sich jetzt erstmal noch nichts. Geil, wenn NTV sich verschreibt. Zu Corona-Hotspots. Hotspots. Pass auf, kommt noch mehr. Bei mehr als 200 neuen Infektionen pro 100.000 binnen 7 Jahren sollen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Oh Gott, wir sind aus dem Schneider. ETF? Was zum? Also wir können ganz normal den den ersten Weihnachtstag bei meinen Eltern mit allen feiern. Also gehen wir da hin oder was? Ja. Ich dachte, ihr kommt vielleicht zu uns. Das können wir auch machen. Oder wir können auch dahin fahren, mehr ist es egal, aber dann würde sich der Weihnachtsbaum umso mehr lohnen. Ja, dann sollen die zu uns kommen. Ja. Dann bereite schon mal unsere Nachbarn davor. Nö. Die haben, die haben das so zu nehmen, wie das ist. Interessiert mich ein Scheißdreck. Und wenn die sich wieder beschweren kommen, dann hau ich denen die Fresse ein. Fest der Liebe und fest der Hiebe, verstehst du? Lass mal eine Kamera. Lass noch mal eine. Ja, aber wofür? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich jetzt gerade hin soll. Das Ding ist ja direkt über mir offensichtlich. Aber es geht ja eh nicht weiter hoch. Ja, aber von außen vielleicht. Warte mal, geh noch mal weiter geradeaus. Da ich ist noch mal eine. Gerade. Ja, ja. Da ist halt noch mal eine Tür. Naja, die wollen halt in den privaten Raum auch beschränken auf maximal 5 Leuten aus 2 Haushalten. Kinder unter 14 zählen nicht. Okay, ist nur eine Treppe nach unten. Wieso? Ich gehe doch gerne zu denen. Ich mag die Leute doch. Ist ja nicht so wie bei euch, Thorsten. Was ist denn das vor dir, diese Maschine? Kannst du damit was machen? Das ist ja wieder so ein Kran, ne? Ja, aber vielleicht kannst du den Kran irgendwo hinkranen. Ich habe ja keine Ahnung. Sie fragen mich, ob du irgendwas machen kannst mit dem Teil. Klettern. Tja. Dieser Kran ist hier nur reine Verarsche irgendwie. Ja, aber versuch mal ins Führerhaus vom Kran. Weil das ist so gemacht, dass man da nicht raufklettern kann. Na gut, ich dachte, hätte ja mal sein können. Ich weiß es ja nicht. Also dieses... Dann ist es irgendwas von außen, muss ja irgendwas sein. Ja, irgendwas.
ich aus den Nachrichten. Tja, das finde ich immer schade, wenn sowas ist, dass wenn die sich nicht vertragen. Ja, bei uns Gott sei Dank schon. Das ist auch einfach das Schöne, wenn wir da hingehen, habe ich weniger Arbeit. Ja, musst du doch da alles arbeiten. Aber warst du schon mal da drin und hast dich hochfallen lassen? Hochfallen lassen? Hochfahren. Ja. Das hat nicht viel gebracht. Aber da drauf war ich noch nicht. Ja, aber rüber springen kannst du eh nicht. Ist ja, ich hätte gehofft, dass. Ja, deswegen hatte ich ja gedacht, du kannst vielleicht damit dran fahren. Du kannst das nicht fahren. Nicht, ja, weiß ich jetzt auch. Ich hab nur jetzt wirklich keinen Plan, wo du lang sollst. Ich auch nicht, aber naja. Kommst du da vorne durch das Fenster irgendwo hin? Ja, dahin, wo ich gerade auch war. Ja, sehe ich jetzt auch. Warum so rauf? Nee, auch nicht, ne? Das kann noch zum Hochklettern. Nee. Aber vielleicht von da hinten vom Ausgang aufs Dach drauf. Aber ich meine, da hätte ich auch nichts gesehen. Oh. Hm? Ein Wunder, dass hier nichts klappt. Ah. Nee, geht's auch nicht weiter hoch. Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan, was man hier machen kann. Dann weiß ich wie nicht, man das machen muss. Dann irgendwo anders hin. Ja, gehen wir nochmal durch. Warte mal. Weil auf der anderen Seite war ja dieser Weg zu der einen Tür, die aufgemacht wurde. Da würde ich ja so gerne nochmal wissen. Okay, hier ist wieder ein Lift. So, davor haben wir ja angefangen, ne? Das war jetzt hier hinten, meinst du, mit der Tür? Nee, weiter, warte. So, von dahinter haben wir aufgemacht. Da hinten haben wir aufgemacht. Für was hier oben schon, ne? Und man muss da irgendwie raufkommen auf das Ding. Ja. Deswegen dachte ich auch, du kannst den Kran bewegen. Nein, kann man doch immer noch nicht. Ja. Guck mal, da hinten ist eine Leiter. Aber wo geht die hin? Geh mal auf die Kamera. Wo ist eine Leiter? Unter der Kamera, wo du drauf bist, eine gelbe Leiter. Ah ja. Da ist die Tür. Ist immer noch auf dem einen Dach. Ja, bist ja dann schon. Wenn wir hier sind, haben wir es ja schon hier reingeschafft. Also müssen wir erstmal irgendwie hier reinkommen. Hast du bei dem schon versucht drauf zu klettern? Ins Führerhaus?
Sehe, sonst können wir den Weg Stacheldraht, Stacheldraht, Stacheldraht. Ja. Nacht, die Fampi. Schlaf schön. Da ist noch eine zweite Leiter. Nee, hier kommst du nicht hoch. Ja, dann nimm die andere. Versuch die andere. Welche andere? Auf der anderen Seite. Da. Musst du wieder auf den Ding drauf. So. Die ist doch wieder zu. Warte. Geh jetzt hier kurz einmal kurz runter. Dreh dich einmal um. Guck mal hoch. Bist du dahin, kommst du nicht hoch, ne? Ne. Auch nicht jetzt mit der Leiter? Weil dir jetzt. Du kannst da erst gar nicht hochspringen an der Leiter. Oh ja, weil die jetzt komplett zu ist. So, da kommst du nicht dran. Wir sehen nämlich nur den einzigen Weg, sehe ich hier rüber. Dann guck mal vom Haus, versuchst du es jetzt mit dem Auto da rein? In der ganzen Stadt tauchen ungewöhnliche Graffitis auf. Unser Technikexperte bei WKZ hält sie für Barcodes, die technikbegeisterten Bürgern einzigartige Inhalte liefern sollen. Stopp, stopp, stopp. Wenn sie auf Abenteuer aus sind. Weißt du, dass ich das als erstes im Kopf hatte, da hab ich gedacht, nee. So doof können sie nicht sein. Ja, das ist doch das Bekloppteste überhaupt, was du machen kannst. Du musst da oben auf die Leiter hoch, sonst wäre zu einfach. Dann was stimmt ja mit dem Graffiti nicht. Wieso? Also raten uns auch aus, okay. Links ist jetzt noch ein großes, siehst du? Mhm. Großes Verteilerzentrum. Das können wir uns als nächstes vornehmen. Elegant ausgestiegen. Sehr schön, Noah. Wenigstens habe ich nicht meinen Truck dafür verwendet. Ja, greifen wir uns das mal. Ein Challenger war das. Ja. Stab für einen guten Dienst. Nein, nein, das war irgendein Nissan, irgendwas. Ja, gerade der. Ups, das war, an dem wir vorbeigefahren sind gerade. Chaos! Mehr Chaos! Hui! Boah. Mit Fahrerflucht.
Kann er jetzt sofort wieder auf voller Fahrt sein? Ich weiß es nicht. Yes, baby! WTF? Ups, jetzt habe ich mich selber gepollert. Das war's mit meinem schönen Truck. Der war so schön teuer. $1,000. Ja. B. Ich hab es schon. Ach so, das ist B. Keine Spur von ihm. Verdächtiger entkommen. Warte. 25 Sekunden noch. Das Auto verspeist gerade die Mülltonne. Ach so, bist du das gar nicht. Nein, ich mach nichts hier. Das Auto macht nom 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 nom. Wir weichen die Suche nach Osten aus. 5, 4, 3, 2, 1, Peng! 948 Adam an LS, wir kommen zurück. Flucht erfolgreich? Hm. Aber der fährt ja gerade wieder zurück. Ja, aber er sucht nicht mehr nach mir. Oh, jetzt laufen wir zum Essen zum Geldautomaten. An ADM, baby, an ADM. Oh. 24.000. Ja. Wer sind die zwei Jungs da? Ist immer noch ein Polizist in der Nähe. So schade. Funktioniert denn das? Da muss ich jetzt rein, ne, in das Ding. Genau. Jetzt brauchen wir es mal kennen. Ja, super, da eine. Oh, shit. Ja. Hm? Einfach mal bleiben und warten. Jetzt haben wir uns ein paar Infos, wo ein paar Leute sind. Ja, ja. Wow, wow, halt cool. Hä? Hören können. Tor zu? Moment mal, was war das? Tor auf? Nein, wäre zu gemein. Das passiert doch nicht einfach so. Ich habe echt Besseres zu tun. Ja, ist eine Kamera. Ja, aber es hilft mir nichts gegen. Wir kriegen was ab! Vorsichtig! Nein, wir werden beobachtet. Spring! Sauber! Pass auf, Mann!
in Deckung! Cool. Ist nur der R. Der sorgt aber für eine Menge Stress hier, der Kumpel. Mhm. Er ist da lang. Wer sagst du das? Sich selber. Ich bin mehr als einer. Das tut mir leid für ihn, aber... Der hat Fische dabei. Ah ne, das ist eine Waffe gewesen. Das sieht gerade aus wie so zwei Fische oder sowas. Wie kann ich denn jetzt Waffen wechseln? Weiß ich nicht. Ist der Server jetzt Ding schon nur eher genommen? Warte. Wo ist denn mein Inventar oder sowas? Nee, das war irgendwie... Nee, RT oder so? Ah. Oh ja. Yeah. Sexy. Verhaltensbedingte Entlastung beim Militär, ja, ja. Die stellen nicht die Creme de la Creme ein, das wissen wir ja. Mhm. Aber wenn wir hier eindringen, ne? Okay, da sind wir schon offen. Auf den unteren müssen wir drauf. Da, um den zu kriegen, müssen wir den von hier aus noch. Okay, so also. Nee. Nee. Aber warte, da fehlt doch noch einer, oder nicht? Ah, der ist an jetzt offen. Ah. Der ist offen. Muss erstmal wieder, nee, wieder zurück gerade. Wie gerade. Noch einen weiter. Den du gerade gedreht hast. Den hier. Ja. Jetzt musst du oben den noch öffnen. Und jetzt den unteren drehen. Aber der blockiert genau hier oben den Strom. Ja, das ist der. Ja gut, ist egal, es gibt ja zwei Wege. So, jetzt ist der offen. Ja, exactly. Ah, die Sentinel wieder. Mhm. Okay, also los jetzt. Ihr könnt das, Jungs. Soll das ein Witz sein? 10 Millionen Dollar pro Jahr und ihr könnt keinen beschissenen Beifang? Ich fühle mit dir, Bruder. Oh nein. Oh doch, mein was? Mein Dampfer ausschrauben. Ist das dritte schon wieder rausgefallen. Wahnsinn, das der O-Ring nimmt tatsächlich jede Minute auf. Oh je. Und die Bürger haben keine Ahnung. Frag Jay-Z, das ist gestern schon passiert. Und sonst so, Thorsten, wie geht's dir? Wo hast du Taschenlampe? Wenn du gerade hast. Das ist ein großer, weißer Richtungsring. Ja, wenigstens ist er weiß. Ja, ja. Du musst wissen, dass wir uns vor unseren Füßen alles schwarz ist. Vor allem wegen der Boden. Das ist auf jeden Fall ein großes Manko bei der Dampfer. Also, der war bis dahin eigentlich war perfekt, aber seit ein paar Tagen. Ich habe das doch gerade hier oben aufgedreht. Wo kann die Scheiße denn dann hingefallen sein, Digga? Wenn ich ja mal wieder jetzt so eine Sache. Das verstehst du nicht. Das verstehst du nicht. Da komme ich nicht drauf klar auf so weit. Oder ist mir das gestern schon passiert und. Nee. Was ist denn auf der anderen Seite da bei der Duludak? Da kann ich nicht hinleuchten. Da ist sie. Hast du recht? Ja, Schatzi, du hast immer zwei Seiten. Ja. Ich weiß, du vernachlässigst gerne eine. Ja. Aber normalerweise vernachlässige ich meine rechte Seite.
Arbeit, Studium, Schlafen, Studium, Arbeit, Schlafen, Studium, Arbeit und so weiter. Ah, okay. Verstehe. Ja, war bei mir damals nicht anders. Jetzt habe ich ja Arbeit, Schlafen, Arbeit, Schlafen, Arbeit. Ist nur das Studium, fällt weg. Es ist nur noch Arbeit. Ja, ja, so ist das. So und nicht anders. So. Hacken wir mal hier den nächsten Schrank. Neuer Job, bessere Arbeitszeiten. Vielleicht auch mal wieder Wochenenden frei und sowas. Das war ja verdammt spektakulär. Mhm. Den hatten wir. Nein, der ist noch einer. Da. Und da auch. Zwei noch. Ja, gut. Wochenende frei, abends zu Hause. Ja geil, dann kannst du ja vielleicht mal wieder Radio schon mithören. Wenn ich denn mal wieder eine mache. Mit diesem Freitag bin ich mir noch nicht so sicher. Ja. I write mostly on hotel paper. Hauptsache auch mal ein paar mehr Tatas, ne? Ist das eine Weed Plantage? Grow Room Cam, yo. Yo, prohibited culture. Jetzt gerade waren Mann und Frau im Hotel, der Mann schläft und sie war Prostituierte. Deswegen sage ich ja, mostly on hotel paper. Making some paper. Nochmal zum Hacken. Die gucke ich mir gerne immer alle an. Das ist immer ein bisschen lustig. Ja. Sie hat die Kamera entdeckt. Das Video wird dann wieder nicht monetarisiert. Wegen pornografischem Inhalt. Wo? And lift off. Ja gut, auch selbst wenn du jetzt nicht, wenn du selber Gehalt kriegen würdest, aber dafür bessere Arbeitszeiten wäre das ja auch schon viel besser, meiner Meinung nach. Ja. So, jetzt habe ich hier so ein offizielles Auto und dadurch sind jetzt hier noch zwei neue Systemdinger erschienen. Firmenticket. Das war ich nicht. Oder? Nein. Ja.
Was für eine Qual. Morgens aufstehen. Lol. Officials, let us go. Man muss denn dann morgens aufstehen und man schließt sie jetzt morgens auf. Gute Interesse halber. Das ist überhaupt nicht so mit Straßenverkehr und Schildern. Ist hier ein offizielles Tor? Oder bist du nah dran? Ist da keins, macht der eins. Kannst du noch mal was von deinem Gewinn abgeben? Ja gut, zwischen 10 und 11, ne, und jetzt 6, das ist wirklich ein Unterschied. Ja. Ja, jetzt musst du erstmal die Schnittstelle wieder finden. Geh noch mal eins tiefer. Warte mal. Da. Okay, da oben ist auch eine. Da oben ist auch noch was, ne? Ich meine, da hinten auf der Ecke wäre noch eine gewesen. Wo kommst du jetzt hier offensichtlich rein? Da unten ist so rein. Nein! Oh, du Dämlack. Du dämlicher Dämlack, Digga. Haben wir denn jetzt alles entriegelt, was wir entriegeln müssen? Ja, ich denke schon. Und sonst so? Da haben wir schon. Hier habe ich auch geschrieben. Die sind von dir? Das ist großartig. Deine Sachen sind toll. Hast du das irgendwo studiert? Wie meinst du das? Die werden dich eher ernst nehmen, wenn du studiert hast. Bist aber nicht schlimm. Dein Volk ist gut. Also mach dir keine Sorgen. Wenigstens stirbt er nicht sofort, wenn er mal ein bisschen irgendwo hinfällt. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Das ist das Problem. Da. Gut. Gut, gut, gut. Da haben wir wieder einen. Ja! Alle Systeme gehören jetzt uns. Nein, 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 nein. So ist brav. Folge der blauen Linie. Aber es ist überhaupt gar kein Häschen da.
Wieso Häschen? Sonst folge ich immer nur dem weißen Häschen. Ja, solltest du ja auch jetzt mal der blauen Linie folgen. Ich geh mir jetzt noch ein Bier holen. Oh ja, bring ich mir eins mit? Mhm. Mit Bunny? Everything was in the kitchen. Except for bunnies. Nee, da haben wir keine mehr. Das war jetzt. Nicht so gut. So viel zu Stoppschildern, Digga. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. I see. Alright. Ja, erleichter dich, Bruder. Okay, irgendwie müsste ich hier rein. Gut. Mounted Cell. Ei. Oh, hier steht aber ein schönes Auto auf dem Dach. Schmeiß weg, Schatz. Schmeiß weg. Ich mag ihn aber. Alright. Aber dadurch kam ich jetzt an das Ding. So. Und wieder ein Vodafone Hotspot. Geentert.
Die Bahn kommt, die Bahn kommt. Muss du jetzt hier wirklich rüber? Ja. Oh no, hier bin ich falsch. Das passiert gar nicht. So oft können sie ja nicht kommen. Alles ist gut, ganz gut. Nein, niemals, auf keinen Fall. Der jetzt für ein Problem? Ich hab keine Ahnung. So, wie ist dieses Auto hier hochgekommen? Geradeaus ist eine Garagenabfahrt. Aufgrund fehlerhafter Ampelanlagen die Schuld an der Aber das war bestimmt richtig. Er ist bestimmt genau da durchgekommen. So, jetzt sind wir fast da. Wir können ja vorher noch das nehmen. Und dann dahin. Ja. Wir können auch mal mit der Dings fahren. Mit der Bahn. Ja, wo ist die nächste Bahnstation? Was möchtest du denn haben für ein Fahrzeug jetzt? Motorrad! Damit bist du so schnellwendig, Junge. So schnellwendig? Welches möchtest du denn haben? Sayonara. Die Sayonara? Die sieht aus wie so ein Fisch. Oder so Kaulquappe. Deine Kutsche wartet. Ach, wer heißt nochmal das Ding von dieses Pokémon, das Juni so toll findet? Jiu-Jitsu? Nee. Jiu-Jitsu ist eine Kampfsportart. Ich weiß. Sie sagt auch, nee. Ach, keine Ahnung. Warum fahren wir jetzt so Kampfsportarten ein? Ich denke an Jonas, es fahren nur noch Kampfsportarten ein. Das ist so cool. Ja. Hui. Im Rausch der Geschwindigkeit. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Achtung! Ja. Hab aufgepasst, danke. Alles steht und fällt wieder mit einem Gabelstapler und einem Lift. Und einem Eingang. Wo ist denn der Eingang? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob dir der Gabelstapler was bringt, um da hochzuklettern, aber ich glaube nicht. Nee. Na, irgendwie kommen wir da schon rüber. Ja, da ist überall dieses Draht. Dieser Draht drüber. Hier rein. Den Gabelstapler benutzen. Ich glaube, ich habe nämlich einen Weg. Dann hier hoch. Dann natürlich nach rechts. Sieht gut aus, ne? Jetzt weiß ich noch nicht so genau, ob du jetzt weiter musst.
glaube, das war der einfachste Turm überhaupt bis jetzt. Aktivation, ey! Ja. Jo, jetzt möchten die wieder Internet haben. Man sich vor, wie so ein Vodafone-Techniker. Rennt überall hin mit dem Handy, hält das Handy davor und sagt, ich war so schlau, aber funktioniert jetzt immer noch nicht. Liegt an ihrer Hardware. Genau. Wohin genau? Ja. Nee, ja, doch, da ist die Leiter. Opfer leitert aber nicht, Opfer springt. Stapel mich mal Gabel. Der Blitzschau von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen. Ja. Weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held. Kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ey, das ist doch mein. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Ich bin den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Falls vielleicht nach Hinweis suchen. Ob ich glauben kann. Egal. Ich habe leider keine. Stopp, stopp. Geradeaus direkt. Oder erstmal zum Geldautomaten. Ja. Immer erstmal ein paar Euros holen. Dollars. Hm. 18.000. Außerdem ist das Wetter beschissen. Ja. Gehen wir mal Basis hier. Hast du gesehen? Handy wird geladen. Datenverbindung wird hergestellt. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Entschuldigung. Angewohnheit. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Versuch's mal mit VLC-Player. Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den CTOS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Ja, vielleicht ein bisschen. Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchen? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Komm her. Kriegen Besuch. Was ist denn los? Schweres Fahrzeug. Los! Ich hab es! Hab ich mein Handy? Ja, sie hat's geholt. Also sie hat irgendwas geholt.
Hier lang! Da drüben! Ah, Mann, warum reagiert der nicht, wenn ich auf Entdeckung gehe, klicke? Wo ist dein Auto? Hier lang! Ach, da oben auf dem Dach. Da drüben, der Balkon. Warte, halt. Erst muss der weg. Ja, ich wollte gerade sagen, da verstehst du Scheiße für den. Das sind zwei. Ausgeschaltet. Oh, und jetzt kommt einer wieder von vorne? Ja. Sicher. Und ein Auto? Sprengt X. Ich hoffe, da war nicht auch noch ihr Auto dabei. Siehst du ihn? Ja. Alles, wenn man will. Bin gleich soweit. Da ist ein Scharfschütze. Entschuldigung. 3. Scheiße, da ist er doch. Ah. Nimm. Hast geschafft. Warte. Renn doch nicht immer weg, verdammt Axt. Machst du jetzt im Auto? Ja. Neben dir. Also. Das ist mal schön zu hören, wenn man auf Leute schießt, dass die Munition voll ist. Irgendwo da. Wir könnten Hilfe brauchen. Kann man hier am Weg durch? Ja. Wo ist Clara? Wo müssen wir lang? Andere Richtung, links. Hier kommt Verstärkung. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Stopp, warte. Bleib vorsichtig, ich bring uns raus. Hinter dir. Ja, ich bin tot. Ja, ich konnte nicht mehr. Was sind jetzt auf einmal? Was war das Problem? Diese scheiß Escort-Mission. Achso, sie wird ihnen nun folgen, okay. Dann renn geradeaus. Was wollen die denn? Wer sind die? Hier kommt Verstärkung. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bring uns raus. Am Baum. Am Baum offensichtlich. Okay, die anderen sind vor dir geradeaus. In dem Gang, wo du rein musst. Ungefähr. X.
nur noch einer da. Ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle! Weiterlaufen. Schon durch den Park durch. Ja. Das war's mit den Wichsern. So, das perfekte Wetter für so eine Situation hier. Mhm. Soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Well. Warte mal noch einen Moment. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay. Tata soll lecker schmecken, ja? Erstmal. Hä? Tata soll lecker schmecken. Tata ist verdammt lecker. Ich lass sie reden. Es könnte Matt. Ja sein, dass ich einen. Das ist Matt vom Rind. Ich hab's bis jetzt nur gebraten gegessen. Ah, oh, sein Gedicht. Ja, wir haben es immer als Hackersatz bekommen, mit Hack gemischt. Ja, Tata selber können wir uns gar nicht leisten, wir sind ja arme Schlucker. Und immer dann, wenn sie bei Real kein gemischtes Hackfleisch, oder wir haben immer Rinderhackfleisch bestellt, aber wir haben so wenig, das war, wir sollten wieder öfters abends dahin gehen, wenn die nichts mehr haben. Da geben die uns nämlich immer das Tata noch, bevor sie es wegkippen müssen. Ne? Ja, so kurz vor Feierabend, so die machen um 20 Uhr die Theke dicht. Ja, geben die uns der Tata für denselben Preis, so weißt du. Aber ist uns, glaube ich, Friends Hochkopf vielleicht 3 oder 4 Mal passiert. Ja, in den meisten Fällen haben die einfach gesagt, Jahren. Nö, haben wir nicht mehr. Ja. Ja. Warum neues Fahrzeug? Was rüttelst du mich? Keine Ahnung. Bei unserem Verbrauch holen wir uns lieber einen Budgetwagen. Selbst von dem Van hier. Oh. Ja,
Ja, die kosten ja eh nichts, von daher. Das somit so Auto, 1.6. Ja. Komm, das nehmen wir jetzt. Lass mal das Akku da haben wir. Das Sumitsu Auto. Ja. Und Zuschauern kommen die Tränen. Ja. Man könnte auch mal ein kleines Mitfühl sein, oder? Ja. Ja. Schießen ab! Nein, darfst du ja nicht, ne? Ja, das der Recher darf nicht. Kannst du nicht rennen? Wirklich nur so langsam? Oh Gott, er hat eine Waffe! Er hat keine Waffe. Sie ist weg, sie ist. Nicht den Poller benutzen. Nein, nein. Ist auf der anderen Seite auch mal? Ich könnte mir den Charger da klauen, aber. Guck mal, ich komme näher. Ich komme näher. Ich hab ihn. Ich hab ihn bald. Jetzt Poller! Schade, waren die solche. Hör mich dich, du Wichser. Franz, Franz. Ich bin der Rasher, Baby. Muss aber jetzt zurück zum Auto joggen. Tut deinem Körper gut. Pfandleihe, Schatz. Oh. Hey. Pff, oh, Dude. Stimmt, Explosionszeichen, ne? Ja. Hey. Suchst du irgendwas? Ja, wie kann ich jetzt verticken? Keine Ahnung. Siehst du mal, ich darf hier was verticken. Oh, wahrscheinlich haben wir nichts, was wir verticken könnten. Der hat 84.000 Dollar. Ja, es ist aber alles voll. Wir finden ja immer alles. Gehen um, ja, auswählen? Nee. Wo ist das Problem? Keine Ahnung. Ich bin dann mal weg. Kannst wahrscheinlich Komponenten kaufen, wenn du keine Komponenten hast. Verkaufen wahrscheinlich nichts, weil du nichts anderes findest. Stimmt. Oder noch nicht? Keine Ahnung. Oder vielleicht findest du dann Zeugs, wenn, Nebenmission machst oder so. Alright. Ja, auf dem Weg dahin ist nichts. Dann machen wir das so. Machen wir das so einfach, ne? Genau. Lucky Quinn macht wieder Schlagzeilen. Diesmal für sein Charity-Event. Verantwortliche des Merlot-Hotels, das Mr. Quinn gehört, haben heute eine Spendengala in ihrem Hotel angekündigt. Bürgermeister Rushmore wird die Veranstaltung eröffnen. Da stand ein Auto mitten auf der Straße. Zweifellos werden viele Stars anwesend sein. Ich geh nochmal Bier holen. Alright. Und? Sure. Ich bin auf der Straße, du läufst neben dem... Oh. So, ich halte mich jetzt mal peinlich genau an die Straßenverkehrsordnung hier. Ich kann leider nicht blinken. Ich habe da keine Taste für.
Digga! Wofür muss man Langeweile haben? Freeway, freeway to go! Yeah! Bam, 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 bam. Und das war's schon wieder. Stoppschild. Ich mach das nur für dich, Thorsten. Stoppschild. Du hast doch gerade gemeckert, Thorsten, dass ich mich hier nicht an die Straßenverkehrsordnung halte. Jetzt mache ich das, jetzt sagst du, oh, dafür muss man ja total die Langeweile haben. Ja, siehst du? Siehst du? Ich kann auch anders, ich kann auch anders. Ich fahre hier mit meinem Mitsubishi Auto. Als ob was. Damn, dog! Mit einem Fuß im Grab, Digga. Ja. Ja, das war toll. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Night. It is night. It is cold. Hier. Was? Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen von mir hat es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Boah. Nein, das weiß ich. Du Arschwichser. Schon klar. Sowas macht man nicht, sagt man nicht. Vor allem ist die Olle doch eindeutig scharf auf dich. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Es ist in seinem Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ami-Märchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Ist da? Und... deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Okay, finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt.
Das könnte ich gut gebrauchen. Brückenzugang. Da ist eine Polizei. Zwei Polizei, denke ich mal. Ja. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fuhr. Mhm. Netter Penner. Ja. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Ja. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. DedSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Hm? Was denn jetzt? Ich wollte es mal ein bisschen heller machen, so dass man überhaupt was sieht. Zuschauer sehen gar nichts, guck mal. Eieiei. Ja, wir müssen. Also normalerweise war es immer so, wenn das auch, wenn man das mir hier sehen konnte, also ich es sehen konnte, konnte man es da auch sehen. Ja, aber. Kalibrieren? Ah, nee. Doch. You are right. Fragment? Boy, was mit der Elgato los? Selbst wenn ich auf 100 mache, ist das Logo nicht zu sehen. Das muss reichen. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Oh, so gab es heute eine Bandenschießerei, die zur Explosion einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Da. Nach der kurzen Reaktion. Ja, meinst du, das ist das Problem mit der Elgato generell, ne? Aber ich hier expande wahrscheinlich. So was zu gehen. Okay, guck mal einfach mal. Da hat Tobias seinen Laden. Ah, guck mal. Das meiste ist Schwarzmarkt. Zauberhaft. Manchmal ja, findet ja, man seltene Baupläne. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Sehr viel Technik für so einen Ort. Ein Psychologe? Beruf Schnauer. Alright. Okay, Alex, alle Militär, das ist okay. Oh,
Na, gerade aus dem Blau zum Beispiel. Der da? Ja. Was machst du hier? Das Gefängniswärter. Hä? Der da? Spencer Haywood. Ja, mal schauen. Wer bist du? Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Hm? Ich wollte wieder gucken. Ja, warum hast du nicht aufgeklappt? Weiter kam ich nicht dran, ohne mein Mikrofon wegzuschleudern. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Flua finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Wie soll ich den denn jetzt auf? Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Da hat ihr diese rote Karre da. Ich hab zwar keine Ahnung, wie du das immer noch schaffen sollst, aber... Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Das war eine alte Schrottkiste, aber da ist ein guter Motor drin. Enemies alert. Ja, ja. Ja, ich bin tot. Mein Wagen ist hin. Nein, 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 nein. Er ist auch weg. Du kannst es nicht alle. Er ist bewaffnet. Sehen die mich? Weiß ich noch nicht. Pick hier ab gleich. Was geht hier vor? Geht immer noch nicht. Dann rein ins Auto. In den hier? Yes. Ja, wieso nicht? Sonst tötest du noch Zivilisten. Auch irgendwas. Da ist ein kleines blaues Auto. Wie kamen die denn jetzt auf einmal? Die waren die ganze Zeit parallel zu dir, die waren dann zu voll zum Aussteigen, aber dann brachte ja alles nichts. Fahr auf ihn drauf! Tu es! Augen auf! Super. Und das mit meinem Ford Ka Nissan irgendwas? Ja, 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 alles passt, alles passt, alles passt. Passt schon, passt schon, passt schon.
und sie hatten ihn. Was? Egal. Wir kriegen ihn beim nächsten Mal. Ja. Okay. Dann eine Runde Poker mit Tobias Fruer. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Fährt das glatt. Ah, doch, das fährt noch. Let's go Poker. Zurück auf die Straße. Ja, ich habe mein Auge auf diese Corvette da vorne geworfen. Nein, nicht doch den. Das ist aber eine schönere Farbe. Was? Die schönere Farbe. Was? Du magst nicht die Corvette hier? Die ist rot. Ja und? Was hast du gegen rote Autos? Okay, nimm. Also der schwarze Truck wäre noch schöner. Der schwarze Truck. Okay. Ja, roter Flitzer, das ist doch... Handschuhfach, $160. Cool. Denk dran, mit einem Truck hast du immer Vorfahrt. Ja? Ja. Zumindest wenn du einen bestimmten Namen hast. Den wollen wir ja hier nicht öffentlich nennen. Hm? Süßstrauch. Süßstrauch? Ja, überleg mal. Pseudonym. Sauerbaum. Ich wollte gerade nicht den Namen nennen. Ich war's nicht. Sind doch hier die Kamikaze-Fahrer. Naja. Einer zumindest. Ich weiß nicht, ob die mehr wie einen Truck haben, aber dem, wie der fährt, kann ich mir vorstellen, dass der auch an verschiedenen Orten gleichzeitig gesehen wird. So nee. Rasant, wie der fährt mit seinem Wertstofftransporter hier. Nee, die haben mehrere. Modelle zumindest. Fahrer weiß ich nicht. Gehe ich auch immer von aus. Aber Vorfahren... Warte, vorfahren muss man amtlich. Also erstmal den Nachbar die Karre klauen, bis du das Tor und durch das Tor, ne? Einen guten Eindruck hinterlassen. Ach, das sind die berühmten Zeichen, die wir jetzt erkennen müssen. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Das nur wieder für so eine Nebenaufgabending wahrscheinlich. Wen? Einer von den Typen muss dabei sein. Blogger gegen Kapitalismus. Du bist ein Feind.
Ein DedSec-Mitglied sitzt am Tisch. Okay. Der hat eine Antidepressiva abgesetzt. Okay, das solltest du nie tun. Das ist der Tobias. Ja. Guten Abend. Mein Name ist Maya Jansen. Ich würde mit Ihnen gerne eine Runde Pyrokirch spielen. Ach, guck mal. Ja, dann ich spiel mit. Oh, jetzt kann ich hier richtig pokern, oder was? Ist ja geil. Welches Spiel man denn? Hab ich auch gerade gedacht, was für Regeln haben die hier eigentlich? Gibt es eine Standardregel? Ich weiß halt gar nicht. Was hat er denn jetzt, Weiß. Hier. Yeah. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Mein Name ist Maya Jansen. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Kann ich jetzt nicht spielen, oder? Nein. Oh, scheiße, Digga. Ich dachte schon, der... Ist egal, das, die Dinger tauchen hier öfters Tobias! Auf. Stopp! Weiter ran. Ich hab extra schon in meine Maschine da geparkt. Tobi! Mich willst du gar nicht! Doch, ich will dich! Tobi, jetzt bleib doch mal stehen, ich will doch nur reden. Alter Tobi. Alles, was ich will. Oh, ich, da. Ey, hat der geschossen? Mhm. Wer hat denn da geschossen? Keiner. Irgendein Spacken hat noch da geschossen. Nein. Der Poolboy hat sein Werkzeug fallen lassen. Das klingt wie eine 9mm, der sollte aufpassen. Wow, von wegen. Der Poolboy. Tobi nutzt hier Dingstechnik. Der Spacken. Der will mich umlegen. Nein, eigentlich will er nur über. Ey, siehst du, der hat geschossen. Ja. Wenn ich es dir doch sage. Wollte er nur nicht, dass du anfängst. Mimimi. Ah. Mu, mu, mu. Miau, miau. Sonst hätte der Poolboy echt Probleme gekriegt. Wenn er seine Scheiße an der falschen Stelle nutzt. Keine Angst, Ladies and Gentlemen, wir drehen hier nur einen Film. Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir drehen nur einen. Jetzt hab ich dich. Oh, ho, 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 Mann. Mann, ich will noch gar nichts. Ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay, damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du?
Ja. So was mache ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich bau alles. Scheint so. Gut, guter Mann. So. Nur ein bisschen verwirrt. Ja. Kann aber passieren. Genie und Wahnsinn, ne? Mhm. So, vor allem nach dem Motto. Ich sehe schon. Vor allem nach dem Motto, gestern standen wir noch am Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Jetzt kannst du vielleicht pokern. Soll ich eine Runde pokern gehen, ne? Weiß ich nicht. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Guck mal, da oben ist ein Poker-Ass gewesen. Das ist genau von deinem... Texas Hold'em, okay. Nicht mal den Ford Fiesta hier mit. Mhm. Ist kein Ford. Ich kann mal pinkeln und Bier holen. Dann spielen wir eine Runde Texas Hold'em? Ja. Möchtest du auch noch ein Bier? Ja, Mann. Warum musst du so oft pinkeln? Hä? Weil ich so viel trinke? Aber so viel trinkst du auch gar nicht. Du trinkst doch nicht mehr wie ich. Du warst auf jeden Fall einmal anhören, wenn ich dir auf. Ei. Got no when you hold him. Okay, sicher. Einer hier muss doch spielen können. Die Kerle hier sicher nicht. Bin raus. Ah, Minimum Frischfleisch. Hi, grüßt euch. Schön, dass ich da bin, da sein darf, mitspielen darf. Ja. Bin dabei. One guy. Viel Glück. Mhm. $1,000. Das ist schon besser. Ach, sagst du, ja? Oh. Ich calle. Ich calle. Check. Hier ist der Flop. Fold. Ich sag Fold. Call. Und der Turn? Ja, das wäre es auch gewesen für mich. Ja, ich werde erhöhen. Ah.
Ich muss passen. Muss die Flasche sein. Erste Runde war nix. Ja. Hab ich gefoldet. Okay, ich gebe. Heiß. Trink dir einen Schluck. Call? Nein? Race. Ich erhöhe mal. Raus. Okay. Gibt zwei also, ha? Passe. Dafür, dass wir nichts erfahren hatten? Ja gut, man wüsste nicht, was jetzt gekommen wäre, ne? Aber klar, aber wenn die alle schon aussteigen? Ich steige in der ersten Runde grundsätzlich nicht aus. Nee, ich auch nicht. Du gibst. Smallbird. Ich bin. $1,000 bei Ihnen. Ja. Pocket Rocket. Das ist ziemlich gut. Pocket Rocket? Ja. So. Ich bleib drin. Oder mach so. Hm? 10. Call. Ich check mal. Okay. Na, guck mal. Da haben wir ja zumindest einmal nix. Mhm. 10 einsetzen. Ja? 10. Kann nicht. Ach so. Calle. Ich calle. Call. Okay. Uns alles nichts. Nicht einsetzen, keine Ahnung. Willst du jetzt rausgehen? Ja gut, dann mach 20. 1000 call Dollar, it. Mein Gott. Yep, ich call it. Ich gehe mit und erhöhe. Na ja, komm, das macht keinen Sinn. Fold. Oh. Und der erste schon erhöht? Mhm. Ich call. Mhm. Call. Ja. Oberkönig, ja, mein Gott. Hätten wir eh verkackt. Okay, alles klar. Aber es kannte keiner Blatt, siehst du? Mhm. Okay. Dann gehen wir mal. Danke, Sir. Gerne. Okay. Nice. Au. Wir erstmal easy an. Callen wir erstmal. Ich calle. Call. Erstmal muss ja noch ein Zweifel kommen, ne? Pärchen. Hi. Wird sogar angezeigt. Ist ja. Check.
Ich folde. Erhöhe. Das sehe ich doch gerne. Heute nicht. Und du? Ich calle. Okay. Nächste Karte. Oh, fucker. Das sind zwei Pärchen. Ja. Oh. Du hast ja voll das Pokerfeld. Ja. Ich erhöhe. Sieht doch keiner. Ja, aber... Interessant. Na komm. Ich calle. Okay. Da ist der River. All in. What? Geh mit. Ach, der hat doch was vor. Was ist hier? Könntest du bereuen. Da habt ihr mich erwischt. Ja. Wo ist Sam? Danke. Spiele, Digga. Okay, wer ist dabei? Ich calle. Huh. Check. Und der Flop? Ja! Was? Ja, mein Superblatt! Entschuldigung, du hast gerade gesagt, ich sollte nicht immer so tun. Also nicht immer so... Nicht mit den Dreckskarten. Danke. So, ich gehe mal kurz Pipi machen. In der Zwischenzeit können die Kollegen ja geben hier. Einen haben wir ja schon rausgefallen. Ja. Könnte ja noch seine Frau sein. Und sein Haus. Danke. Das ist schon besser. Mach hin, Süßer. Sieht's aus. Einer meinte, du sollst machen, Süßer. Wir haben Bube und 8. Was? Wir haben Bube und 8, also noch nichts Ausschlaggebendes. Mach mal Tempo. Call. Call. All in gehen, ja, ist klar. Ich... checke. Du warst ja der Geber. Hey, super. Ja. Ich checke. Ich glaube, ich checke. Setz 10. Na, 20 gehen, ist egal.
Fold. Ah, keine Chance. Dass das eine KI ist. Okay, na, es kommt. Jetzt machen wir mal ein hohes Spiel, ne? Hier, Lefty, du bist dran. Hast du hier noch, machst du mal so? Hast du keinen? Hashtag, einfach mal machen. Ich gebe. Kannst du nicht, ne? Nein. Danke. Nee, kein. Kein. Na gut. Okay, einfach mal machen. Okay. Ja, komm, scheiß drauf. Ist doch nur gelb. Also das, okay, call. Ich erhöhe. Calle. Erhöhe. Na? Ich erhöhe. Sicher, dass du das willst? Ich setze aus. Calle. Der ist ein bisschen doof. Der Flop. Sein. Gut, gut. Call. Der will uns verarschen. Da ist der Turn. Ah, fuck. Im Göttlich nicht. Das ist was. Das wissen wir aber nicht. Deswegen, das ist was. Der hat was auf der Hand. Call. Da ist sich einer sicher. Die letzte. Es ist so spät, Digga. Na gut, check. Na, Race, nein. Wo ist denn All-In? All-In ist doch schwachsinnig jetzt. Mach 10 oder sowas. Höhe um 10 oder keine Ahnung. Oder? Na, du bist... 0. Call. Es gibt keine mehr Karten, glaube ich. Ja, es gibt keine mehr Karten. Ja, ja. Siehst du? Ja, ja. Mann. Hat mich gefickt. Wie hast du das... Siehst du? Ja, aber hätte ich All-In gemacht, hätte wäre vielleicht ausgestiegen. Würde ich ja bei besseren Karten, wenn wir wenigstens ein Pärchen hätten, ja auch sagen. Na gut. Flash und so kannst du mit den wenigen Karten gar nicht kriegen, ne? Heiß. Ja doch, mit verdammt viel Glück, ne? Ich calle. Check. Ein Pärchen hast du schon mal. Ja, und alle anderen auch. Ja, deswegen. Kohle. Fold. Die vierte. Interessant. Kohle. Jetzt noch zum River. Fuck. Ich checke. Ich checke. Nice hand.
Ja, Arte, wie Hörenkarte. Genau genommen hat er da drin Dinge. Also zweimal. Ja, dreimal. Zwillinge. So. Oh, ich dachte, das ist wirklich faszinierend, das ist wirklich verblüffend. Der Einsatz steigt. Gut. Okay. Da schreit der blöd, ne? Pocket Rocket. Das ist ziemlich gut. So ein Pocket Rocket bei Taschenrakete? Was soll denn das sein? Komm. Ich weiß, ich war gerade das Bier holen, aber. Niemals. Ich schon wieder leer. Ja. Ich gehe um Viertel nach ins Bett. Oh. Und genieße dann noch ein Bierchen. Dann liebe ich dich. Ich check mal. Du checkst mal. Ich race um 40. Heute nicht. Alles klar. Okay. Sorry. Bin raus. Geht schon. Ich erhöhe mal. Oh. Ich call. The Rocket. Ah, sehr schön. Call. Hier der Turn? Fuck. Call. Die letzte. Bin raus. Kann ich ja nichts mehr machen. Ja, wobei. Ach Gott, warum drücke ich Y? Ich wollte doch nicht wollen, ich wollte callen. Naja, was soll's. Das war jetzt die dämlichste Aktion aller Zeiten. Los geht's. Oh no, weil ich nicht da war. Ja. Ach Mist, ich passe. Check. Jetzt kommt der Flop. Ui. Muss ich mal Angst machen. Raus. Oh, komm schon. Was bist du denn für ein Asiate? Überhaupt keine Risikobereitschaft. Danke. Oh. Ich call. Und ich checke. Hier ist der Flop. Jetzt werden sie munter. Check. Na, wurde aber auch Zeit. Setze 10. Check. Ja, 20 oder so. Ja, komm, check. Setze jetzt noch nicht. Jetzt kann ich setzen.
Nein? Erhöhe. Da hat einer eine Hand. Kolle. Check. Kolle. Mist. Schöne Hand. Danke. Wenn die traurige Figur gegenüber nicht mal geht. Ne. Also bei Red Dead kriegt ihr ja wenigstens noch einen kleinen Sonderboni zugesteckt, so von den Tischnachbarn, damit sie da bleiben. Ich setz lieber aus. Ach, du setzt schon wieder aus. Ich erhöhe. Call. Schweigen im Wald ist fein. Check. Ich checke. Turn. Noch 5 Minuten und dann machen wir noch was Lustiges. Mhm. Ich checke. Ich check mal. River. Ah, da ist es, das Pärchen, was ich will. Kolle. Ah, ich spiel scheiße. Naja. Wer hätte das höre? Der 2,9 gehabt. Ja. Und das von Anfang an. Damit checkt er nur. Danke. Du verarscht uns. Wo er kann. Ja, wir auch. Passe. Was ist los mit ihm? Ja, ist ein bisschen teurer geworden. Oh. Ich call. Oder damit du nicht einfach nur einen Gegner hast. Ah, toll. Oder so. Okay. Jetzt findest du noch die Dame, dann hätten wir eine Straße. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, komm, sonst gehen wir jetzt mal ein bisschen Gas. Scheiß auf die 1000 Dollar. Kohle. Immer mal so, als ob die Karte jetzt hier unser legendäre Call. Hier ist der River. Müssen wir doch eigentlich einen haben, ne? Ja. Ja. Haha. Du hab dich gewinnen lassen. Ja. Muss ja auch nicht den Tausender verlieren, ne? 2 Runden noch und dann. Okay. Machen wir noch was Lustiges und dann gehen wir ins Bett. Alles klar. Das war's für mich. Hä? Ups. Hä? Na gut, was auch noch. Ach so, nicht mehr verfügbar, du hast sie ausgenommen. Noch einen Mitspieler für eine schöne Runde. Weißt du? Zu viel gespielt vielleicht. Was auch immer.
Hä? Komm mal hier raus. Spielen wir Poker. Die Kerle sind keine Gegner. An diesem Tisch kann man echt Geld machen. Andere Seite raus. Ja, ja. Ja. Nein. Gut, dann nochmal. Hauptus Questus. Ja, diesmal müssen wir wohl joggen. Weil? Kein Auto da ist. Upsi. Oh, das hast du aber schön gesagt. Darf ich auch mal? Ja. Ich hab extra den Kopfhörer abgenommen. Wieso das denn? Weil du sonst so laut bist. Aber du musst es doch in HD genießen. Nee, guck mal, da rechts ist ein Parkplatz. Und jetzt links über die Mauer. Da sind Autos. Naja. Fortbewegungsmittel. Ich weiß, du liebst nur unseren Fiat Panda. Ja, der ist und geil. Viel zu teure Autos. Aufgrund fehlerhafter Ampelanlagen, die Schuld an einer Reihe von Unfällen sein sollen, wurde nun eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei rät Autofahrern, Kreuzungen nur mit äußerster Vorsicht zu überqueren. Autofahrer und Vorsicht an Kreuzungen. Leck mich! Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Kann das überhaupt zusammen funktionieren? Nope. Ah, das ging ja nur gut. Na klar. Perfekt, an allen Steindingern vorbeigewumst. Ach so, unser Ort wieder. Ja. Brems hier schon mal. Warte mal kurz. Sind hier nicht bei Assassin's Creed? Okay. Was? Nix. Aktivationare! Der Bunker. Ein fast leeres Plätzchen. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Also auf einem fast leeren Plätzchen sind noch nicht mal Streusel drauf, Digga. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Auf dem Land! Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich seh dich dann. Kein Strom, kein nichts, ne?
Genau. Kein Strom, keine Kamera. Kein Hack. Gut. Genau mein Geschmack. Und dann so ein bisschen old-fashioned. Was war das da unten? Ach so. Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt dran. Nur eins. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Okay. Da. Bei deinen Rohren. Nee. Hier, stopp. Lift. Wir sind nämlich Agü betrieben. Agü? Agü. Denn die Richtung war schon richtig, Schatzi. Ich wette, hier geht die Hölle los, wenn wir es anmachen. Wenn hier kein Strom ist. Ja, gute Frage. Ich habe vorhin schon mal Kamera gesehen. Sehr interessant. Also den Lift habe ich ja noch verstanden. Hier rüber. Oder? Ja. Zurück. Oder hier durch. Nein. Hier hoch. Und jetzt? Schießen? Da drauf? Das Rote? Mhm. Ah, jetzt runter. Nummer 1, noch 2. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Über den Waggon. Ja, der nächste ist halt, hier rechts halt. Unter uns. Ja,
gefunden. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Hier durch. Oh. Über die Mauer. Rechts. Hier müsste es rechts. Ne, ein Stück weiter noch. Auch nicht? Oh mein Gott, jetzt hab ich diese Scheiße. Verdammt, wir sind vorhin auf der falschen Seite runtergegangen. Mann, Hicks. Oh, das geh geradeaus. Nervt. Weiß ich. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Eben, Kamera suchen, genau. Das hatte ich mich jetzt gehofft. Nein, mit dem Kram war schon richtig, hätte jetzt an die Kamera gekommen. Jetzt musst du die Pfade suchen. Sollen wir Schluss machen für heute? Ja, ich glaube nicht, dass wir heute noch was finden. Dafür war der Tag zu lang und zu, ja. Lord of the Soup, hi und bye. Tut uns leid, bis morgen. Heute. Ja, genau. Bis heute und zwar dann auch wieder ab 20 Uhr. Ja. Ich bin nur noch am Aufstoßen, ich bin müde und vor allen Dingen muss ich gleich schon wieder arbeiten. Ja. Wir finden es ja offensichtlich nicht raus hier heute Abend. Also, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau genommen. Oh mein Gott, diese Scheiß. Schluck auf. Genau genommen. Bis gleich. Ciao.